Angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 3, Beratungsantrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Impfnebenwirkungen aufklären und ernst nehmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und bitte die Kolleginnen und Kollegen, ihren Platzwechsel doch zügig vorzunehmen. Und ich erteile als erstem Redner das Wort dem Kollegen Martin Sichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 2,5 Millionen Patienten hatten 2021 so schwere Impfnebenwirkungen, dass sie ärztliche Hilfe gesucht haben. Das sind mehr als 30 Mal so viele wie in den Vorjahren, in denen es maximal 77.000 gab. Von 77.000 auf 2,5 Millionen heißt, es war in den Vorjahren immer weniger, als Lüdenscheid Einwohner hat. Letztes Jahr hingegen waren es mehr Fälle, als Hamburg und Bremen zusammen an Einwohnern haben. 2,5 Millionen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sind nur die erfassten Fälle von Kassenpatienten bei Kassenärzten. Die Nebenwirkungen von Privatpatienten oder die Nebenwirkungen, die in Krankenhäusern erfasst wurden, kommen obendrauf. Auch die vielen Fälle, in denen Patienten mit Impfnebenwirkungen nicht ernst genommen wurden und die Ärzte den Patienten gesagt haben, es habe nichts mit der Impfung zu tun, fehlen. Bei 2,5 Millionen dokumentierten Fällen ist also noch von einer hohen Dunkelziffer weiterer Fälle auszugehen. Ja, ich weiß, und ich höre es jetzt auch gerade wieder hier, Sie versuchen, es kleinzureden. Das Standardargument wird sein, dass es mehr Impfungen gab. Ganz schwaches Argument. Denn es waren nur 4-mal so viele Impfungen wie im Vorjahr. Aber mehr als 30-mal so viele Nebenwirkungen. Das heißt, die Zahl der Nebenwirkungen, die so schwer waren, dass jemand deswegen beim Arzt war, ist um 800% gestiegen. Und nochmal, wir reden hier von Millionen Betroffenen. Das nächste Argument wird sein, dass die Impfung weniger erprobt ist. Ja, aber genau das ist doch das beste Argument dafür, endlich all die Daten zu den Nebenwirkungen zu erheben und auszuwerten. Genau weil diese Impfstoffe ein medizinisches Experiment sind, ist es unverantwortlich, weiter im Blindflug unterwegs zu sein. Und dann wird kommen, ja, die Nebenwirkungen sind wahrscheinlich alle harmlos. Wir alle wissen nicht, was es für Nebenwirkungen sind. Es könnten 2,5 Millionen Fälle von Hautausschlag oder von Juckreiz sein. Es könnten aber auch 2,5 Millionen Fälle von Krebs und von Herzerkrankungen sein. Niemand weiß es. Und das ist der eigentliche Skandal. Wir haben Millionen Fälle von Impfnebenwirkungen, und die Daten dazu werden nicht ausgewertet. Letzten Freitag erst teilte mir die Bundesregierung mit, ich zitiere, eine Auswertung zur Angabe der Art der Nebenwirkung liegt nicht vor. Dabei hat die Regierung gemäß Infektionsschutzgesetz sogar die Pflicht, die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung auszuwerten. Diese Regierung tritt nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch die Gesundheit von Millionen Bürgern mit Füßen. Damit muss endlich Schluss sein. Es muss analysiert werden, welche Symptome und Krankheitsbilder die Menschen haben, die unter Impfnebenwirkungen leiden. Die Ergebnisse dieser Analyse müssen dann veröffentlicht und insbesondere den Ärzten mitgeteilt werden, damit die Impfgeschädigten endlich ernst genommen werden. Es muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, um Impfgeschädigten schnell zu helfen. Und es ist unverantwortlich, dass Impfgeschädigte monatelang auf Termine bei Fachärzten warten müssen. Die Regierung hat hier eine besondere Verantwortung, denn sie hat den Menschen versprochen, dass die Impfung sicher ist. 2,5 Millionen Impfgeschädigte sind ein deutlicher Beweis dafür, dass die Impfung eben nicht sicher ist. Ich möchte mit zwei emotionalen Einzelfällen enden. Ich war neulich bei einer jungen Frau, die eine Organspende benötigt und deren Lebenstraum ein eigenes Kind ist. Die hat das Krankenhaus knallhart erpresst. Man hat ihr gesagt, wenn sie sich nicht impfen lässt, nehmen sie nicht auf und machen die Untersuchungen nicht, die sie benötigt, um auf die Warteliste für eine Organspende zu kommen. Seit der Impfung spielt ihr Zyklus verrückt, und sie weiß nicht, ob sie überhaupt noch ein Kind bekommen kann. Der Lebenstraum dieser Frau wurde zerstört. Und ich habe mehrere Stunden bei einer Mutter gesessen, die nach der Corona-Impfung ihre lebensfrohe, gesunde Tochter verloren hat. Das Mädchen ist beim Abendessen einfach so aus dem Nichts tot umgefallen. Postvakzine Myokarditis, sagte dazu der Arztbrief. Ich verspreche Ihnen eins. Es ist egal, wie oft Sie sagen,
Ja, der sollte das nicht sagen und die AfD sollte aufhören, darüber zu reden. Ich und meine gesamte Fraktion, wir fühlen eine besondere Verantwortung. Die gesamte AfD, wir werden nicht eher ruhen, bis man aufhört, gesunde Menschen gegen ihren Willen zu nötigen, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Setzen Sie sich endlich mal mit den Fakten auseinander. Vielen Dank, Herr Kollege Sichert. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Andreas Philippi, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist manchmal schwierig, wenn populistische Reden vorab gehalten werden. Man muss das leider so sagen. Sie, nein, es sind keine Fakten, nein, nein. Frau Baum, Sie sollten es besser wissen. Sie haben Medizin studiert. Sie sollten wissen, was Fakten sind. Und Sie sollten vor allen Dingen, nein, sie weiß es nicht besser. Und Sie sollten vor allen Dingen, und Sie sollten vor allen Dingen den Unterschied zwischen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen mal differenziert betrachten. Kennen Sie die Gebrüder Grimm? Kennen Sie die Gebrüder Grimm? Kennen Sie das Märchen vom Rotkäppchen? Wissen Sie, was der Wolf gemacht hat? Ich weise die Mitglieder der AfD-Fraktion noch mal darauf hin. Einige Zwischenrufe sind ja gewünscht und erlaubt, aber wenn das dazu ausartet, den Redner dauernd zu unterbrechen, dann werde ich von Ordnungsmaßnahmen gebraucht machen. Ich drohe das jetzt an. Nein, Herr Baumann, in aller Ruhe. Mit mir nicht, das würden Sie sonst überall auch erleben. Wir hören dem Redner jetzt zu, einige Zwischenrufe erlaubt, aber gerade bei Ihnen, Sie habe ich besonders im Auge, Herr Reinhardt, wird meine erste Ordnungsmaßnahme landen, wenn Sie damit nicht aufhören. Ja, wissen Sie, als Chirurg wünscht man sich dann eine Kurznarkose. Dann ist Ruhe. Wissen Sie, was der Wolf gemacht hat, um seine Stimme zu verstellen? Ja, das wissen Sie, er hat Kreide gefressen. Die gleiche Kreide, mit der Sie von der AfD diesen Antrag formuliert haben. Impfnebenwirkungen aufklären und ernst nehmen. Das klingt ja erstmal so für einen praktizierenden Arzt ganz gut. Kennt man aber die Autoren des Antrages, dann wissen wir, dass die Kreide genauso sie benutzt haben, wie sie der Wolf benutzt hat. Sie täuschen, sie desinformieren und sie sehen Angst und Verunsicherung bei den Menschen. Sie verhalten sich verantwortungslos. In Betracht eines dermaßen irreführenden Antrages, der uns übrigens erst vor knapp 24 Stunden vor der Debatte zugegangen ist, werde ich mich rein auf sachliche Erklärungen und Fakten des Robert-Koch-Institutes und Paul-Ehrlich-Institutes konzentrieren. Den beiden Behörden in Deutschland, die seit Jahrzehnten die dafür nachgewiesene wissenschaftliche Expertise haben und die regelmäßig in ihren Wochenberichten dazu Auskunft geben. Meine Damen und Herren, wozu dient medizinische Forschung? Wozu dient medizinisches Handeln? Wozu dient politische Abwägung zwischen notwendiger Intervention und freier Entscheidung? Immer haben alle Beteiligten in diesem komplizierten und verantwortlichen Prozess das Patientenwohl jedes Einzelnen und das Wohl aller im Auge. Ich beginne mit dem zweiten Aspekt im Titel Ihres Antrags, dem Ernstnehmen. Denn der lässt sich leicht beantworten und entkräften. Mit dem Ausdruck tiefer Überzeugung kann ich für mich und für meinen Ärztestand sprechen, wenn ich sage, den Patienten ernst nehmen mit seinen Problemen und Ängsten ist der Grundkonsens unserer Berufsauffassung und Ausgangsethik all unseres medizinischen Handels. Man nennt das dann hippokratischen Eid. Dies überhaupt in Frage zu stellen von Ihnen, Herr Sichert, wie Sie das eben gemacht haben, ist eine haltlose Unterstellung und Frechheit. Für eine ernsthafte politische und exakte wissenschaftliche Auseinandersetzung ist eine korrekte Verwendung der Fachbegriffe eben nun mal notwendig. Es gibt Impfnebenwirkungen und Impfbegleiterscheinungen. Und ja, ich betone es gerne, beides gibt es. Und kein Beteiligter in diesem genannten Abwägungsprozess bestreitet das. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, hat mir mein Pharmalehrer beigebracht.
Oder anders gesagt, unterstützt man durch ein Medikament oder durch eine Impfung einen menschlichen Organismus, gibt es eben diese Wirkungen und Nebenwirkungen. Das Gute daran ist aber, aufgrund unserer Forschung und verantwortungsvoller medizinischer Anwendungen sind die angestrebten Reaktionen in überwältigender Anzahl positiv. Sie schützen und verhindern schwere und tödliche Verläufe. Hohes Haus? Ja. Da die Impfbegleiterscheinungen wie eine Rötung an der Einstichstelle in den allermeisten Fällen unkritisch sind, konzentriere ich mich auf kurzzeitige bis langzeitige Nebenwirkungen. Die Erfahrungen mit vielen anderen Impfstoffen über nahezu ein Jahrhundert haben gezeigt, dass Nebenwirkungen kurze Zeit, in der Regel innerhalb weniger Stunden oder bis einige Wochen nach der Impfung, auftreten können. Von diesen Erfahrungen profitieren wir auch bei den Covid-Impfungen und können sie modelliert anwenden, da die Impfstoffe auch nach Zulassung und parallel zur Anwendung weiter durch das Paul-Ehrlich-Institut aktiv überwacht werden, haben wir auch zunehmend mehr Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit, insbesondere zu sehr seltenen Nebenwirkungen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert aus der AfD-Fraktion. Nein. Ja, wir haben doch schon genug dazwischen gerufen. Dies ist wichtig, da wir ja in der Tat von neuen Impfstoffentwicklungen sprechen, die allerdings in einer unvergleichbaren empirischen Breite angewendet werden. Bis zum heutigen Tag, so die WHO, sind über 12 Milliarden Impfdosen verabreicht worden. 4,8 Milliarden Menschen sind vollständig geimpft. Das sind 62% der Weltbevölkerung. Ich finde diese Leistung höchstens medizinischen, volkswirtschaftlichen, politischen und nicht zuletzt persönlichen Respekt zu zollen. Sogenannte Langzeitnebenwirkungen, die unerwartet und erst teilweise mehrere Jahre nach Impfungen auftreten, sind bei sehr wenigen Impfungen bisher beobachtet worden und sind daher auch bei den Covid-19-Impfstoffen höchst selten zu erwarten. Als Mediziner werden wir diese Möglichkeit nicht ausschließen, können aber mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass sie sich langfristig im Promillebereich bewegen werden. Was sagen uns die Zahlen aus den Wochenberichten der renommierten Institute Robert Koch und Paul Ehrlich? Für das erste Quartal 2022 ist zu entnehmen, dass die Melderate für Nebenwirkungen in Bezug auf alle Anti-Covid-Impfstoffe zusammen bei 0,17% liegt. Für schwerwiegende Reaktionen ist ein Fall auf 5.000 Impfungen dokumentiert. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Zusätzlich informiert das Paul-Ehrlich-Institut schon vor Wochen über die Einrichtung eines digitalen Meldeportals für Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen für alle Bürgerinnen und Bürger. Es gibt kein Interesse, Nebenwirkungen zu verschleiern und im Bild zu bleiben. Wir brauchen die Kreide nicht. Wir haben ein Interesse, die Daten und Erkenntnisse zum Wohle aller zu nutzen und auszuwerten. Als SPD-Bundestagsfraktion und als Ampelkoalition setzen wir auf Transparenz, Ehrlichkeit und Aufklärung. Das schafft Vertrauen, und Sie von der AfD schaffen Verunsicherung. Der Wolf im Schafspelz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Philippi. Frau Kollegin Rudolph, Sie können sich schon mal auf einen 4-Minuten-Beitrag einrichten statt eines 5-Minuten-Beitrages, weil die Zeit entsprechend verbraucht worden ist. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Georg Kippel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Antrag reiht sich in fast schon guter Tradition in die Reihe der Pamphlete der AfD zur Desinformation, Verunsicherung und zum Schüren von Ängsten. Und das ist in dieser Lage jetzt 2,5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie unangebracht und politisch verantwortungslos. Wir haben die dringende Verpflichtung, hier im Hohen Hause für die Menschen überall in Deutschland, die sich in dieser Zeit mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen und auch dauernd in der Hoffnung leben, dass medizinische Hilfsmittel, sei es nun entsprechende Therapien oder eben auch die Impfung, ihnen auf Dauer den Umgang mit dieser Pandemie ermöglichen bzw. Heilung verschaffen. Und deshalb ist es richtig und wichtig,
dass man in eine ständige Beobachtung dieser Impfkampagne, dieses Impfsystems eintritt, aber mit Sachlichkeit und vor allen Dingen mit einem wachen Auge und an der entscheidenden Stelle muss auch darauf Wert gelegt werden, dass den Menschen Beruhigung verschafft wird. Wir arbeiten mit wachen Augen und wir haben ein System beim PAI, das sehr wohl geeignet ist, den Menschen die Gelegenheit zu verschaffen, in der Annahme von Nebenwirkungen, ein etwas unpräziser Ausdruck, dort Meldungen vorzunehmen. Direkt auf der ersten Seite der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts unter Top-Themen finden wir die Rubrik Nebenwirkungen melden und von dort wird man zwanglos zu einem entsprechenden Meldeformular weitergeleitet. Was aber für die Diskussion am heutigen Tag, glaube ich, sehr wichtig ist, und Kollege Filippi hat es ja auch schon fachlich angerissen, die begriffliche Präzision. Wir sprechen oder Sie sprechen von Nebenwirkungen, was allerdings der tatsächlich notwendigen Unterscheidung nicht ausreichend gerecht wird. Wir müssen unterscheiden zwischen Impfreaktionen, die für das PAI auch nicht meldepflichtig sind, und Impfkomplikationen, die ihrerseits sehr wohl meldepflichtig sind. Ersteres sind physiologische Reaktionen des Immunsystems, wie etwa Schwellungen an der Einstichstelle oder auch eine erhöhte Temperatur als Immunantwort. Und die müssen keineswegs als angenehm, sondern durchaus auch als unangenehm empfunden werden können. Aber sie sind keine Komplikationen und unterliegen deshalb nicht der Meldepflicht. Das, was Sie aber in Ihrem Antrag dargestellt haben, ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Kodierung in der Auswertung der KBV mit den ICD-10-Kennziffern orientiert sich zwar insgesamt am Thema der Covid-Impfung, aber nicht präzise an Komplikationen, sondern an allen denkbaren gesundheitlichen Auffälligkeiten. Insbesondere der ICD-10-Code 12.9, Originaltext, unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von Covid-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet, so der Text, ist keineswegs ein Rückschluss auf eine meldepflichtige Auffälligkeit. Vielmehr gibt es jede ärztliche Wahrnehmung im Gespräch mit den Patienten, die dort erfasst werden kann. Und Rückschlüsse weder in Quantität noch in der Qualität sind in keiner Weise zulässig. Ich gebe zu, dass es dann in der Diskussion auch im Vorfeld nicht besonders glücklich war, wenn Gesundheitsminister Lauterbach mal in einem Tweet von einer nahezu nebenwirkungsfreien Impfung gesprochen hat. Das erzeugt eine gewisse Erwartungshaltung bei den Impfwilligen, die vielleicht dann doch eher enttäuscht wird. Aber es hat mit der objektiven Sachlichkeit der Bewertung des Sachverhalts nichts zu tun. Natürlich ist auch nicht zu übersehen, dass wahrscheinlich die Menschen in Ansehung der Diskussion, die um die Impfung geführt wird, eine höhere Sensibilität aufweisen und vielleicht eher und intensiver den Arzt ihres Vertrauens aufsuchen, um von diesem auch Beruhigung zu erfahren. Und bei der Kodierung wird dann eben auch nicht zwischen Verdacht oder bestätigter Nebenwirkung unterschieden. Halten wir fest, wir haben dort keine vergleichbaren Parameter, die einer Untersuchung unterzogen werden dürfen. Und deshalb ist dieser Antrag unsinnig. Zum Schluss erlaube ich mir aber noch den Hinweis, dass es für die Aufarbeitung des Themas sicherlich hilfreich sein könnte, wenn man mit der Einrichtung des Impfregisters, das die CDU-CSU schon gefordert hat, ein weiteres wirkungsvolles Instrument implementiert. Der Antrag ist jedenfalls abzulehnen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kippels. Sie haben es jetzt vermocht, dass ich die beiden nachfolgenden Redner der CDU-CSU-Fraktion nicht mehr nachsichtig behandeln werde, sondern wenn die Uhr abgelaufen ist, ist Schluss. 40 Sekunden drüber schon eine harte Sache. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Saskia Weißhoff, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Schon wieder stehen wir hier und reden dank der AfD über die Corona-Impfung. Und langsam fällt es einem ja wirklich schwer, etwas zu sagen, das nicht schon etliche Male gesagt wurde, sei es hier im Plenum oder im Gesundheitsausschuss. Dutzende kompetente Expertinnen aus der Wissenschaft haben Ihnen schon gefühlt 100-mal die Wirkungen und Nebenwirkungen der Impfung dargestellt. Woche für Woche stehen das Bundesgesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut bereit, um Fragen zu klären. Doch bei Ihnen scheint die Hauptbotschaft nicht so richtig anzukommen. Die Impfung wirkt. Denn wer geimpft ist, hat ein geringeres Risiko, sich zu infizieren, gibt das Virus selten an andere weiter und ist besser vor einem schweren Verlauf geschützt.
Die Impfung hat 20 Millionen Menschen das Leben gerettet. 20 Millionen Menschen, die jetzt nicht mehr unter uns sein würden. Und diese 20 Millionen Menschen, egal ob Mutter, Arbeitskollege oder die Pflegenden in den Krankenhäusern, sie sind es, die eben von diesem Impfschutz profitiert haben. Und jetzt erwähnen Sie in Ihrem Antrag die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu den Impfnebenwirkungen und unterstreichen, dass diese umfassend realitätsgenau sind. Doch zu dieser Realitätsgenauigkeit zählen eben auch die mit aufgenommenen Impfreaktionen. Hätten Sie diese Publikation einmal vollständig gelesen, hätten Sie es vielleicht auch gemerkt. Einfache Impfreaktionen wie Rötungen, Fieber, Kopfweh, Schwindel, da müssen klar unterschieden werden und die hatten wir vielleicht alle mal. Diese gehen per Definition über das übliche Maß der Reaktion hinaus. Um Angst zu schüren, reißen Sie aber die Zahlen aus dem wissenschaftlichen Kontext gezielt hinaus. Aber es sollte doch klar sein, dass eine Rötung zu unterscheiden ist zu einer Herzmuskelentzündung. Und der Kollege Filippi hat es schon gesagt, es gibt Nebenwirkungen und wir nehmen sie wirklich ernst. Und es ist wichtig, dass diese Menschen mit ihren Symptomen auch eine angemessene Versorgung erhalten. Doch was wir hier nicht hinnehmen werden, ist, dass Sie Einzelschicksale instrumentalisieren, um Ihre politische Agenda durchzusetzen. Denn ehrlich gesagt, das ist respektlos gegenüber den Betroffenen. Die Covid-Impfung hat Leben gerettet, Freiheiten zurückgegeben und viele Menschen vor Long-Covid bewahrt. Die Impfung ist eine wichtige Maßnahme in dieser Pandemie und wird auch eine wichtige Maßnahme bleiben für den kommenden Herbst und Winter. Ihr Antrag beweist ein weiteres Mal, Sie können und wollen sich gar nicht einer ernsthaften Debatte stellen. Und letztlich geht es Ihnen auch 0,0 um die Menschen, die unter den Impfnebenwirkungen leiden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Weißhaupt. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Katrin Vogler, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss an Churchill denken, der mal gesagt hat, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe, denn genauso agiert die AfD mit ihrem Antrag. Ihnen geht es darum, mit Fake News die Menschen maximal zu verunsichern. Und ich bin wirklich entsetzt, dass sich daran teilweise auch Medien beteiligen, die diese Erzählung kaum geprüft weiterverbreiten. Deshalb hier mal ein paar Fakten, die ich weitgehend übrigens aus demselben Datenmaterial habe, das die AfD hier für ihre Stimmungsmache missbrauchen will. Zunächst mal, Impfstoffe ohne Nebenwirkungen gibt es nicht. Aber nicht jede Nebenwirkung ist ein ernstzunehmender Impfschaden, wie das hier immer suggeriert wird. Wenn die AfD hier die wenigen Menschen, die tatsächlich schwere Impfschäden davontragen, für ihre ekelhafte Anti-Impf-Propaganda missbraucht, dann ist das einfach inakzeptabel und es schadet dem berechtigten Anliegen, über die Anerkennung von Impfschäden und die Entschädigung der Betroffenen eine seriöse Debatte zu führen und ihnen so gut wie möglich zu helfen. Richtig ist auch, im Jahr 2021 wurden auf 172 Millionen Corona-Impfungen fast 2,5 Millionen Nebenwirkungen von ÄrztInnen kodiert. Ja, das klingt dramatisch, ist es aber nicht. Wenn man nämlich mal nachrechnet, haben von 200 Geimpften nicht einmal 3 mit Beschwerden nach der Impfung eine Arztpraxis aufgesucht. Im gleichen Zeitraum gab es dann 1.219 Anträge auf staatliche Leistungen wegen Impfschäden. Das ist nicht einmal ein Fall pro 10.000 Impfungen. Diese Zahlen muss man doch ins Verhältnis setzen, meine Damen und Herren. Und demgegenüber stehen inzwischen allein 500.000 bekannte Long-Covid-Fälle in Deutschland. Und Forschende gehen davon aus, dass 1 bis 2 von 10 Erkrankten das Risiko haben, langwierige Gesundheitsschäden zurückzubehalten, die sich teilweise dramatisch auf die Lebensqualität auswirken. Und deswegen, auch deswegen sagen Wissenschaftlerinnen hochrenommierteren Universitäten, von der israelischen Clalit Research Institute bis zur Harvard University, ganz klar, lassen Sie sich impfen. Es ist sicher, die Risiken, die eine schwere Corona-Erkrankung mit sich bringt, sind unendlich viel gravierender. Zum Schluss nur noch eins. Wer die Gefahren einer durch Covid-19 leugnet und die Pandemie als ideologisches Schlachtfeld missbraucht, Misstrauen gegen die Wissenschaft schürt,
zum Hass gegen ImpfärztInnen aufstachelt, der macht sich mitverantwortlich für unnötiges Leid, vermeidbare Todesfälle und langfristige Gesundheitseinschränkungen gesunder Menschen. Man kann es ganz kurz sagen, wer so agiert, ist ein Menschenfeind. Und diesen Menschenfeinden müssen wir uns alle entgegenstellen. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Nächster Redner ist der Kollege Professor Andrew Uhlmann, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir gestern Abend diesen Antrag der AfD erhalten haben, habe ich nur gedacht, oh weia, schon wieder so ein Antrag, und man erkennt hier sehr klar eine Handschrift. Hier fehlt in der AfD sicherlich auch medizinische, humanmedizinische Kompetenz. Und das ist in der GroKo, aber auch in der Union vorhanden. Da merkt man schon den Unterschied. Und deshalb erlaube ich mir eine kleine Fortbildung medizinischer Art, damit Sie etwas verstehen. Viele der Kolleginnen und Kollegen haben hier schon gesagt, es gibt Impfreaktionen, es gibt Impfnebenwirkungen, Impfkomplikationen. Das ist übrigens normal. Wer meine Vorlesung mal in der Uni besucht hat, wenn ich über Impfungen spreche, sage ich, ein Impfstoff ohne Reaktion ist kein guter Impfstoff. Warum ist das so? Es gibt eine immunologische Reaktion. Das heißt, diese immunologische Reaktion ist ja auch gewollt. Und medizinisch müssen wir darauf achten, dass es nicht zu schweren Komplikationen kommt. Und es gibt schwere Komplikationen, auch bei der Covid-Impfung. Das verleugnen wir gar nicht. Und ein Beispiel zeigt die thromboembolischen Geschehnisse ganz zu Anfang, als die Impfstoffe zur Verfügung gestellt worden sind. Diese sind gemeldet worden, nicht verschleiert worden, wie die AfD immer hier gerne sagt. Und da sind die Indikationen der Impfstoffe und die Kontraindikationen geändert worden. Das System funktioniert. Wo ist denn eigentlich Ihr Problem? Diese Partei hier zu unseren extrem Rechten tritt erneut als Heuchler auf. Sie tun alles, um unsere Gesellschaft zu spalten. Sie will keinen Diskurs und auch schon gar nicht eine Verbesserung der medizinischen Versorgung. Sie verdreht und ignoriert die medizinischen Tatsachen. Sie neigt zu wilden Thesen, zum Beispiel im Ausschuss, da dachte ich, ich habe da nicht richtig gehört, mit der Behauptung, dass die Affenpocken von einer Pharmafirma ausgelöst wurde. Ich meine, wo sind wir denn hier, im Fantasieland oder in Deutschland? Ja. Sie ignoriert publizierte Fakten. Desinformation ist ja schon wiederholt hier gesagt worden. Die Effektivität der Impfung wird infrage gestellt und sagt, die natürliche Infektion ist besser. Meine, wo sind wir denn hier, dass die Leute schwer krank werden? Und übrigens, Herr Sichert, ich habe Freunde, die ihre Eltern, ihre Brüder, Schwestern verloren haben. Was soll ich denen sagen? Wir haben keine Impfstoffe gehabt. Wir hätten sie unter Umständen auch retten können. Das sind die Fälle, die wir hier gerettet haben in Deutschland. Da hat die Kollegin Frau Budorf, Frau Saskia, das kommt hier absolut recht. Hier haben wir natürlich, Entschuldigung, ich bin jetzt hier mit den Namen, sorry. Hier sind wir natürlich viel weiter. Oder noch besser. Der Kollege Philippi hat es gerade noch gesagt. Die AfD mutet sich eine Impfempfehlung aus oder eine Nicht-Impfempfehlung in ihren Antrag ohne ärztliche Kompetenz. Das geht gar nicht. Auch standesrechtlich funktioniert das nicht. Davon ist heute nicht das Thema. Sie zweifeln an Effektivitätsdaten von therapeutischen Möglichkeiten. Sie versucht mit ihrem Cherry-Picking, mit diesem selektiven Datenauswahl und Datenmanipulation, die Impfung in Frage zu stellen. Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, die AfD stellt eine Gefahr für die Gesundheit unseres Landes dar. Und das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Es ist keine Frage, dass wir besser werden müssen in der Digitalisierung. Unsere Fortschrittskoalition will das ja auch machen, dass die Digitalisierung im Gesundheitssystem besser werden, damit auch Versorgungsforschung vorankommt. Das ist unsere Aufgabe. Das kriegen wir auch hin. Das ist auch richtig so und wichtig so, gerade auch bei den Covid-Situationen. Aber wer die Einordnung von Impfreaktionen, Impfnebenwirkungen nicht versteht, sollte mal die Literatur wirklich lesen. Ich gebe Ihnen das gleich mal. Hier von Lancet, einer der renommiertesten medizinisch-wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Da steht explizit drin, Real-Life-Data, echte Daten aus dem Alltag. Hier wird dann gesagt, dass die Nebenwirkungen und die systemischen Nebenwirkungen sogar niedriger sind als in den Studien.
Und dann kommen Sie daher mit Einzelfällen und sagen, ja, deswegen ist das alles Mist. Also sorry, Sie müssen begreifen, so funktioniert wissenschaftlich und so funktioniert auch die Versorgung nicht. Wiederholt wird auch gesagt, es gibt keine ärztliche Versorgung. Was für ein Schmarrn. Ja, die ärztliche Versorgung ist da, die Infektiologien gibt es, die werden auch sogar ausgebaut, damit diese Menschen versorgt werden. Und zum Thema Nebenwirkungen, Impfnebenwirkungen, dann empfehle ich Ihnen sogar, wenn Sie schon keine Ärztin oder Humanmedizinerin und Mediziner haben in Ihrer Fraktion, gucken Sie bei Google nach. Geben Sie mal unter Impfnebenwirkungen an. Was entdecken Sie da? Da entdecken Sie das Paul-Ehrlich-Institut, wo jede Bürgerin und Bürger ihre Nebenwirkungen und Reaktionen eingeben können. Sie sehen auch die Möglichkeit der ärztlichen Meldung, um dann eine Korrelation oder Nicht-Korrelation der Nebenwirkungen zu bringen. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist ein besseres Gesundheitssystem. Und was wir nicht brauchen, ist ein Nonsensauftreten der AfD hier in diesem Plenum. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ullmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Tina Rudolph, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die 4 Minuten. Ich werde sie nutzen. Es haben ja viele Kolleginnen und Kollegen schon viel über Evidenz, über Korrelation und Kausalitäten, also darüber geredet, wie eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen. Ich werde trotz der 1 Minute Abzug den Versuch wagen, einen historischen Exkurs zu unternehmen, um das vielleicht an einem anderen Beispiel noch mal ein bisschen plastischer zu machen. Und zwar möchte ich Sie gerne mitnehmen in die Debatte der 70er Jahre, als die Gurtpflicht diskutiert wurde. Eine Debatte, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, weil einfach so evident, das heißt so wissenschaftlich belegt ist, dass ein Sicherheitsgurt im Auto sehr viel mehr schützt, als kein Sicherheitsgurt zu haben. Und trotzdem muss man sich mal angucken, wie das damals in den 70ern diskutiert wurde. Weil auch damals gab es natürlich die Fälle, die wenigen Fälle, die man auch belegen kann, die man nicht verschweigen sollte, wo ein Sicherheitsgurt nicht schützt, sondern wo gerade der Sicherheitsgurt schadet, weil man nicht aus dem Auto rauskommt, genau wie das auch bei einem Airbag der Fall sein kann. Das sind Fälle, die man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Und trotzdem war es damals falsch, das aufbauschen zu wollen und zu suggerieren, und das haben viele Artikel und auch die Presse hat das teilweise gemacht, dass das die Mehrheit der Fälle wäre, also dass ein Sicherheitsgurt eigentlich mehr schaden würde. Und das ist genau das Gleiche, was die AfD jetzt gerade versucht, hier mit den Corona-Impfungen zu suggerieren, dass es eigentlich, obwohl es ja Nebenwirkungen gibt, die man eben auch nicht verschweigen darf, eine überwiegende Anzahl an Nebenwirkungen wären. Und das ist falsch und das ist keine redliche wissenschaftliche Kommunikation und da müssen wir was entgegensetzen. Die Frage, wie entsteht wissenschaftliche Evidenz, also wie kommen wir zu solchen Erkenntnissen? Naja, man guckt sich immer 2 Gruppen an. Man guckt sich an, wie sehen Dinge aus in der Gruppe, die es betrifft, also in dem Fall Leute, die geimpft wurden, und wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus in der Vergleichsgruppe? Und dann muss man gucken, ob da tatsächlich ein Effekt zu beobachten ist. Man kann nicht einfach nur die erste Gruppe nehmen. Und all das passiert. Wenn man Nebenwirkungen bei einer Corona-Impfung feststellt, dann ist es sogar die Verpflichtung, das zu melden. Und es ist sogar, das haben Kolleginnen und Kollegen hier auch ausgeführt, möglich, dass das jede einzelne Privatperson oder die Angehörigen über das Paul-Ehrlich-Institut machen. Das ist nicht versteckt, sondern es gibt das Portal, bei dem man das melden kann. Das kann man per Post, per Telefon, auf alle erdenklichen Wege machen. Also man kann hier nicht konstatieren, dass es wirklich ein Hindernis gibt, diese Meldungen vorzunehmen. Das ist genau das, was Sie hier versuchen. Es stimmt nicht, das haben viele Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass das möglich ist. Also wir haben hier kein Problem, kein Defizit der Erfassung und deswegen auch eigentlich kein politisches Regelungsproblem. Ich würde die restliche Zeit gerne trotzdem nutzen. Also viele Kolleginnen und Kollegen haben ja auch auf dieses Portal schon verwiesen. Was passiert denn mit den Daten danach? Danach macht das Paul-Ehrlich-Institut Folgendes. Die verfassen einen Risikobericht, einen Sicherheitsbericht. Eigentlich hätten Sie das in Vorbereitung auf Ihren Antrag lesen müssen, haben Sie anscheinend nicht gemacht. Ich habe das, wie viele Kolleginnen und Kollegen, heute noch mal gemacht. Nennt man dann parlamentarische Serviceleistung, glaube ich. Ich kann auf jeden Fall einen kleinen Lesetipp da noch anschließen. Auf Seite 23 zum Beispiel finden Sie auch noch mal die Einschätzung, wie schwerwiegende Nebenwirkungen im Sinne der Corona-Impfstoffe definiert werden, dass man da eine andere Definition nimmt, gerade weil man besonders vorsichtig ist im Vergleich zu früheren Impfstoffen und deswegen schon allein die Zahlen nicht vergleichbar sind. Aber auch hier ist wieder nicht das Problem, dass diese Informationen nicht da sind, sondern es ist einfach das Problem, dass Sie sich nicht die Mühe machen, diese Informationen zu suchen und zu finden. Das heißt aber nicht, dass man behaupten darf, dass diese Informationen nicht existieren. Also Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts auf Seite 23 einfach fürs nächste Mal.
Jetzt noch einmal den Querverweis, den würde ich einfach auch noch mal machen, auch wenn das viele Kolleginnen und Kollegen auch schon gemacht haben. Warum ist das Ganze nicht mit den Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vergleichbar? Weil da eben alle Fälle eingegangen sind, dass jemand nach der Impfung beim Arzt war. Also auch wenn man 2 Tage lang krank war und sich eben nicht so gut gefühlt hat, was nach einer Impfung einfach durchaus passieren kann. Und was nicht zu vergleichen ist mit wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen. Bei diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen macht man eben genau diese Observed versus Expected Analyse. Also man guckt, was würde in der Normalbevölkerung passieren und was tritt in dieser Gruppe auf. Und da sieht man eben nur für wenige Vorkommnisse, wie zum Beispiel die Lungenembolie, dass es tatsächlich ein gesteigertes Risiko gibt. Und das wird transparent ausgewiesen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, wir haben kein Regelungsproblem. Es ist nicht das Problem, dass Nebenwirkungen nicht erfasst werden können, sondern das kann jede Privatperson machen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Und wir sollten einfach dazu kommen, dass wir wissenschaftlich seriös kommunizieren, dass wir uns natürlich auch über Risiken austauschen und dass man wahrscheinlich auch dazu übergehen muss, dass man über solche Sachen, über medizinisches Wissen und Erkenntnisse insgesamt besser kommuniziert. Das machen wir gerne, aber es ist kein politisches Regelungsproblem. Hören Sie auf, so zu tun, zu einem solchen zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Rudolph. Ich bin ja schon schnell, aber Sie schlagen mich um Längen. Ich glaube, die Rede muss ich noch mal nachlesen. Also. Nächste Rednerin ist die Kollegin Simone Borcher, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das RKI unterscheidet zwischen Impfreaktionen, Impfkomplikationen sowie Impfschäden. Impfreaktionen, wurde heute schon ganz oft gesagt, sind Beschwerden wie Rötungen, Schwellungen. Sie sind nichts Ungewöhnliches und es sind sogar erwünschte Reaktionen des Immunsystems. Dagegen sind Impfkomplikationen oder gemeinhin auch als Impfnebenwirkung bezeichnend schwerwiegende und vor allen Dingen unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Sie sind da, dürfen nicht ausgeblendet werden. Wir müssen uns sachlich damit beschäftigen, wie Sie heute auch schon gesagt haben. Und vor allem, sie sind meldepflichtig. Impfnebenwirkungen sind seit Beginn der Pandemie immer wieder im Fokus, werden aber teilweise auch ignoriert und nicht ernst genommen. Das gehört zur Wahrheit dazu. So verwundert es nicht, dass viele Menschen teilweise verunsichert sind und vor allem auch besorgt sind. Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen. Impfnebenwirkungen sind teilweise noch zu wenig erforscht und es herrscht keine ausreichende Sensibilität und Fachkenntnis darüber. Und offensichtlich auch bei unserem Gesundheitsminister, der als Mediziner diese Impfnebenwirkungen anfangs ignoriert hat. Vor kurzem hatte er seine Ansicht korrigiert und sagt jetzt, in sehr seltenen Fällen können doch Nebenwirkungen auftreten. Und genau deshalb ist Transparenz und Aufklärung ja ganz wichtig. Und daran hat es in den vergangenen Monaten wirklich gehapert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich befinde mich mit vielen Ärztinnen und Ärzten in einem sehr engen Austausch. Auch wird hier immer wieder von schwerwiegenden Impfnebenwirkungen berichtet. Und es wird auch davon berichtet, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht die Zeit für ein aufwendiges Meldeverfahren haben. Und nicht nur die Zeit, es wird ehrlicherweise auch nicht honoriert. Und in Vorbereitung auf den Herbst ist es wichtig, genügend Kapazitäten und Ressourcen für die aufmerksame und sorgfältige Erfassung von Impfnebenwirkungen bereitzustellen. Der Gesundheitsminister muss sich endlich diesem Problem stellen und vor allem diesen Prozess stellen. Und er muss reagieren. Und da reicht auch nicht einfach ein Flyer zum Downloaden oder ein Meldeformular, wie es heute schon so oft genannt wurde, weil das muss man ausdrucken, ausfüllen, faxen und Ähnliches. Und das ist kein vernünftiger Weg. Zur Transparenz und Glaubwürdigkeit gehört es, dass potenzielle Impfnebenwirkungen, die es ja nun mal gibt, und Impfschäden wirklich ernst genommen werden, sachlich ernst genommen werden, nicht mehr ignoriert werden, besser erforscht werden und vor allen Dingen letztendlich ordentlich und unkompliziert erfasst werden können. Und Panik machen und Ängste schüren hilft in diesen Zeiten auch nicht. Ganz im Gegenteil, bezugnehmend auf den Herbst kann ich nur sagen, die einen Menschen haben Angst vor der Impfung und die anderen vor der Krankheit. Da wir alles mündige Bürger haben, soll bitte jeder selber entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Borchert. Als nächster Redner hätte das Wort der Kollege Professor Armin Grau, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, die Corona-Pandemie ist eine schreckliche Bürde für uns alle. Mehr als 140.000 Tote in Deutschland, viele Schwererkrankte, eine hohe Prävalenz von Long-Covid. Corona ist eine Zumutung für uns alle. Umso weniger haben wir es verdient, dass Sie von der AfD uns irreführende Anträge wie den vorliegenden zumuten. In diesen schweren Zeiten ist es ein Segen, dass wir so schnell hochwirksame Impfstoffe hatten. Wissenschaftler aus London haben errechnet, dass weltweit im ersten Jahr der Pandemie der Impfstoffe rund 31 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erwarten gewesen wären. Davon haben die Impfungen knapp 20 Millionen Todesfälle verhindert. Welch ein Glück für uns, diese Impfstoffe so schnell gehabt zu haben. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Bitte? Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, vielen Dank. Nein. Ich habe selbst als Arzt in der Klinik sehr schwere und tödliche Verläufe der Covid-Erkrankung erlebt und bin deswegen so dankbar, dass durch die Impfungen der Verlauf der Krankheit deutlich abgeschwächt und im Übrigen auch die Weitergabe der Krankheit reduziert werden konnte. Und alles, was Wirkung erzielt in der Medizin, hat auch Nebenwirkungen. Das Prinzip „Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ gibt es leider auch in der Medizin nicht. Nach den Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hatten bei 172 Millionen Impfungen knapp 2,5 Millionen Patientinnen Impfreaktionen berichtet. Sie von der AfD verwechseln aus purer Unkenntnis Nebenwirkungen von leichten Impfreaktionen, über die die Patienten berichtet haben. Und die Rate dieser Impfreaktion ist hier wirklich nicht hoch und kein Grund zur Dramatisierung. Anders als die AfD ausführt, sind die Daten des Paul-Ehrlich-Instituts, die wirklich aussagekräftigen, da sie entsprechend dem Infektionsschutzgesetz auf den Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung beziehen. Und was das übliche Maß ist, wurde auch klar definiert. Der Antrag der AfD suggeriert, es gäbe keine validen Daten zur Impfnebenwirkung. Sie sprechen von einem Blindflug, Herr Sichert. Dabei sind Sie es, die blind sind für die Daten und Fakten hier. Das PAI, das Meldewesen in Deutschland, funktioniert. Das Paul-Ehrlich-Institut meldet für 2021 eine Rate schwerwiegender Reaktion von 0,02%. Wirklich schwere Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung oder eine generalisierte Nervenlähmung, Guillain-Barré-Syndrom, sind glücklicherweise sehr, sehr selten. Alle Verantwortlichen haben ein waches Auge auf Impfnebenwirkungen. Da wird nichts bagatellisiert, insbesondere nicht von der Ampelkoalition oder der Bundesregierung. Mir ist als Arzt und Wissenschaftler ein sachlicher Blick auf die Datenlage wichtig. Der vorliegende Antrag reiht sich leider nahtlos ein in die Desinformationskampagne bezüglich Impfungen seitens der AfD. Dadurch nehmen Menschen indirekt Schaden, weil sie getäuscht werden und sich eventuell nicht impfen lassen. Kurzum, meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, Ihr Antrag ist völlig deplatziert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Häuser-Grau. Die AfD-Fraktion hat um eine Kurzintervention gebeten, die ich zulasse. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenintervention zulassen. Ich habe an Sie bitte nur eine Frage. Und zwar sagten Sie eben in Ihrer Anfangseinleitung zu Ihrer Rede, dass Sie die Impfung für sehr wirksam halten. Und ich habe für Sie folgende Frage. Die Inzidenz heute beträgt 678 laut RKI. Vor einem Jahr war die Inzidenz zum selben Tag bei 4,9 und das Jahr davor war sie bei 2,9. Können Sie mir bitte aus medizinischen Gründen erklären, wie wir nach anderthalb Jahren Impfkampagne zu so einer Inzidenz kommen und was das mit einer sicheren und zuverlässigen Impfung zu tun hat? Vielen Dank. Professor Grau, Sie können antworten, müssen aber nicht, weil Sie wollen antworten, das verstehe ich. Eine Antwort. Die Gut. Antwort ist ganz einfach. Und wer in den letzten Monaten die Fakten verfolgt hätte, die Presse und vor allem auch wissenschaftliche Publikationen ab und zu gelesen hätte, der wüsste die Antwort. Wir haben Immun-Escape-Varianten. Wir haben tatsächlich eine Situation, wo die Impfstoffe dann weniger gut wirken. Sie wirken aber nach Boosterimpfung sehr gut. Und vor allem machen sie eines, sie vermindern schwere Verläufe und sie mindern Todesraten in erheblichem Maße. Das ist wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnis. Und die ignorieren Sie die ganze Zeit über. Und das ist ganz falsch. So, damit ist das beantwortet. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Erich Ehrstorfer, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man sieht hier in dieser Debatte, dass hier Menschen verunsichert werden. Und ich kann uns allen nur raten, dass wir verbal abrüsten, dass wir uns an Fakten halten, dass wir die Dinge, die es gibt, auch nennen. Und die Dämonisierung einer Impfung ist genauso falsch wie eine Verharmlosung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beraten und dass wir aber jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit geben, dass er sich ordentlich beraten auch lässt und dass er dann für sich selbst entscheidet. Und es ist klar, dass es hier viele Menschen gegeben hat, die von der Impfung profitiert haben. Die schweren Verläufe wurden gerade auch angesprochen. Das ist nachgewiesen und das ist so. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die durch die Impfung auch Leid erlitten haben. Auch das gehört dazu. Und wenn Sie ein Betroffener sind, und ich habe da viele Anrufe auch bekommen, und Sie sind hier reingekommen und Sie sind hier erkrankt durch eine Impfung, dann sehen Sie es ganz anders. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir das auch ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass wir uns immer wieder auch verbessern, was das Meldewesen betrifft. Und wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen hier auf jeden Fall Transparenz. Transparenz ist der Schlüssel zum Erfolg, dass uns die Menschen glauben. Und ich glaube daran, und wir haben das ja auch gesehen, dass Wissenschaft und Forschung Impfstoffe in schneller Zeit auf den Markt bringen kann und dass sie vielen, vielen Millionen Menschen auch geholfen haben. Aber trotzdem dürfen wir das andere nicht aus den Augen verlieren. Das Paul-Ehrlich-Institut hat eine robuste epidemiologische Studie angekündigt, wo sie durchführen wollen. Und ich möchte da auch noch anfügen, sie muss flächendeckend sein, sie muss belastbar sein und sie muss transparent sein. Und egal, ob Regierung oder Opposition, muss es unser Ziel sein, für Herbst und für Winter und auch danach und jetzt auch in dieser Welle zu schauen, dass die Menschen nicht zu Schaden kommen. Das ist unser politischer Auftrag. Dazu, glaube ich, sind wir alle bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ehrstorfer. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2567 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann verfahren wir so.